Die meisten von euch werden schon mal vom Begriff Speedrunning im Gaming gehört haben. Es ist eine Subkultur, die sich seit 2 Jahrzehnten stetig in der Gaming-Community entwickelt hat und mittlerweile auch den Weg in den Mainstream gefunden hat. So gut wie jeder hat schon mal einen Speedrun angeschaut oder sogar selbst probiert, und auf dem höchsten Spielerlevel ist es wirklich beeindruckend anzusehen, was die Speedrunner mit den Spielen anstellen. Aber egal wie komplex die Taktiken sind, egal wie viel Skill die Spieler haben, irgendwo ist immer die obere Grenze. Super Mario Bros. Für das NES ist ein sehr populäres Beispiel. Seit extrem langer Zeit ist es nun schon so, dass es groß gefeiert wird, wenn der Weltrekord die nächste Sekundengrenze durchbricht. Aber mittlerweile sind wir an dem Punkt, wo nicht einmal mehr das Menschen möglich ist, weil das Spiel es einfach nicht hergibt. Um das meistmögliche Potenzial aus den Spielen herauszukitzeln, nehmen die Speedrunner viel in Kauf. Absurde Glitches, wahnsinnige Taktiken, das ist fast schon an der Tagesordnung. Was aber natürlich nicht erlaubt ist, ist das Spiel selbst einfach zu modifizieren. Das dürfte klar sein. Man kann nicht einfach einen Game Genie Code eingeben, der Mario 5% schneller macht, oder eine Mod installieren, die bestimmte Wahrscheinlichkeiten anhebt. Keine Ahnung, wie ich auf das Beispiel komme. Wenn wir also an der Software so per se nichts verändern dürfen, dann vielleicht an der Hardware. In der Smash Melee Community ist das tatsächlich seit einiger Zeit schon gängige Praxis, und es ist nicht unüblich, GameCube Controller mit Einkerbungen für einfachere Inputs mit dem Control Stick zu finden. Das an sich geht ja auch noch. Es gibt ohnehin extrem viele Third-Party Controller, und im Endeffekt wird hier nichts möglich gemacht, was nicht auch mit normalen Controllern geht. Es wird nur durch einen angepassten Controller vereinfacht. Was aber, wenn wir Inputs tätigen müssen, die mit einem handelsüblichen Standard-Controller einfach nicht möglich sind? Nehmen wir beispielsweise Super Mario Bros. 3. Hier gibt es einen Exploit, der einem erlaubt, extrem schnell zu rennen. Das Problem daran ist, man muss dafür links und rechts auf dem D-Pad gleichzeitig drücken. Etwas, was schlichtweg nicht mit einem unmodifizierten Controller möglich ist. Daher wird das Ganze offensichtlich nicht in echten Runs benutzt. Aber heute soll es um ein anderes Beispiel gehen, das ein bisschen komplizierter ist. Heute geht es darum, wie Super Mario Kart Speedrunner mithilfe modifizierter Controller versuchen, die letzten Millisekunden aus jeder Strecke zu kitzeln, und sie machen es ähnlich wie beim Super Mario Bros. 3 Fall, den wir ja gerade klar als nicht erlaubt deklariert haben. Wo liegen also die Unterschiede? Warum ist es bei Super Mario Kart plötzlich okay, und wie kam es überhaupt dazu, dass diese Taktik implementiert wird? Ich wünsche euch viel Spaß beim Video. Fangen wir erstmal bei den Basics an. Super Mario Kart bietet genauso wie jeder andere Hauptableger der Mario Kart Serie dem Spieler einen Zeitfahrmodus. Nun, es war das allererste Spiel der Serie, daher war das Prinzip noch etwas anders als heutzutage. Anstatt 3 gibt es auf jeder Strecke 5 Runden zu absolvieren, und man hatte keine Items oder Pilze zur Verfügung. Ansonsten sind die einzigen Dinge, die man für eine schnelle Zeit braucht, gute Racing Lines und die Fähigkeit zu driften. Und auch Drifts sind sehr primitiv in diesem Spiel. In so gut wie jedem Nachfolger hat man die Möglichkeit, einen Drift mit dem Sprungknopf anzufangen und ihn durch Loslassen vom Knopf wieder zu beenden, wobei sich verschiedene Boost-Levels aufbauen. In Super Mario Kart funktioniert das Driften zwar ähnlich, aber mit wichtigen Unterschieden. Zunächst gibt es nur eine einzige Boost-Stufe, die erreicht wird, wenn man einen Drift für mindestens 74 Frames hält. Wir klammern mal die Unterschiede zwischen NTSC und PAL aus und sagen, Super Mario Kart läuft mit 60 Bildern pro Sekunde. Also muss der Drift für ungefähr 1,25 Sekunden gehalten werden. Das klingt erstmal nicht lange, aber damit dieser Driftboost wirksam wird, muss zu jedem Zeitpunkt im Drift entweder links oder rechts auf dem D-Pad gehalten werden. Das Spiel zählt dafür intern die Frames, die ein Drift mit einer aktiven Richtung gehalten wird, und resettet diesen Zähler immer dann auf 0, wenn auch nur einen einzigen Frame lang keiner der beiden Richtungen gehalten wird. Das bedeutet in der Praxis, entweder man zieht den kompletten Drift zu 100% durch, oder man bekommt halt keinen Boost, da sich dieser 74 Frames Zähler zurücksetzt, sobald man keine Richtung auf dem D-Pad mehr hält. Wichtig dabei ist aber, das Spiel prüft nicht, ob ihr immer die gleiche Richtung haltet. Es wäre also theoretisch möglich, schon nach rechts zu drücken, während man noch nach links hält, und so die Richtung zu wechseln, ohne dass das Spiel den Boost Zähler zurücksetzt. Aber so einfach ist es nicht. Der originale Super Nintendo Controller hat eine Art Beule im D-Pad verbaut, die es unmöglich machen soll, zwei entgegengesetzte
entgegengesetzte Richtungen gleichzeitig zu bedienen. Diesen Zweck erfüllt er optimal, aber aufgrund dessen ist es nicht wirklich realistisch, innerhalb einer 60stel Sekunde perfekt von einer auf die andere Richtung zu wechseln. Und schon ein einziger Frame, in dem das D-Pad neutral gehalten wird, ist ausreichend, um den Frame-Counter vom Drift zurückzusetzen. Jedoch gibt es ja nicht nur den originalen Super Nintendo Controller, sondern auch mehr als genug Third-Party-Varianten und nicht alle davon haben so eine Beule im D-Pad verbaut gehabt. Und so kam es, dass einige Speedrunner im Jahr 2005 eine Technik nutzen konnten, die anderen verwehrt blieb. Ihr Name? New Boost Technique. Mit ihr war es möglich, durch ständiges Wechseln zwischen links und rechts auch auf schmalen Geraden schon den Boost aufzubauen. Stellt es euch ein bisschen vor wie Snaken in Mario Kart DS, nur halt deutlich minimalistischer. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, warum das funktioniert, denn es ist ja kein Drift aktiv, das ist ziemlich offensichtlich. Nun, das Spiel überprüft mit nur drei verschiedenen Abfragen, ob es den Booster aufbauen soll. Erstmal gebt ihr überhaupt Gas, ich denke, das sollte offensichtlich sein. Dann haltet ihr gerade eine der Schultertasten gedrückt. Das ist elementar für den Drift, denn wenn ihr die Schultertaste loslasst, beendet ihr den Drift ja. Und wie bereits erwähnt, haltet ihr eine der beiden Richtungen auf dem D-Pad. Solange all diese drei Dinge erfüllt sind, baut der Zähler sich auf. Selbst wenn ihr in-game nicht wirklich um eine Kurve driftet, sind ja trotzdem alle Bedingungen für den Boost-Zähler erfüllt und das Spiel fängt freudig an zu zählen. Das Problem ist, der einzige Weg, wie man diese Technik realistisch mit einem First-Party-Nintendo-Controller ausführen konnte, war es, den Controller physisch zu modifizieren, indem man diese Beule hier kleiner schabt, bis sie halt nicht mehr im Weg ist. Das klingt erstmal völlig absurd, denn schließlich wird so von Inputs Gebrauch gemacht, die einfach schlichtweg nicht mit unmodifizierten Controllern möglich sind. Kommen wir nochmal auf den GameCube-Controller zu sprechen. Hier sah die Sache anders aus. Natürlich hat es einen Vorteil verschafft, diese Einkerbungen im Controller zu haben, aber keine der Inputs, die hier vorgenommen wurden, waren mit unmodifizierten Controllern unmöglich. Diese Kerben haben es einfach nur leichter gemacht, die genauen Winkel mit dem Stick zu treffen, da man jetzt ein physisches Feedback spürt, das einem signalisiert, ob man es richtig macht. Es ist dadurch nicht plötzlich möglich geworden, neue Winkel zu erreichen, die normalerweise nicht erreichbar wären, sondern macht nur die bereits vorhandenen Inputs leichter umzusetzen. Bei Super Mario Kart ist es anders. Die Inputs, die man für diese New Boost Technik benötigt, sind zweifelsohne nicht mit einem Standard-Controller möglich. Wie also gehen wir jetzt mit der Situation um? Nun, die Situation ist etwas komplizierter. Schauen wir uns zunächst an, was gegen die Controller-Modifikation spricht. Da hätten wir einmal die Tatsache, dass nicht jeder einfach so seinen Controller modifizieren kann oder auch möchte. Das Aufschrauben und physische Bearbeiten des Controllers ist ein massiver externer Eingriff ins Gameplay und sorgt vielleicht sogar dafür, dass das Spielen anderer Games im Gegenzug weniger gut funktioniert. Außerdem wird es mit der Zeit immer schwieriger, originale Retro-Controller zu finden, da diese in den allermeisten Fällen nicht mehr hergestellt werden. Und ich für meinen Teil würde definitiv nicht die originalen Super Nintendo Controller hergeben, nur um eine fortgeschrittene Drift-Technik in Mario Kart möglich zu machen, wenn es mir nicht unfassbar wichtig wäre. Beim GameCube-Controller ist das Ganze mit den Modifizierungen auch ein bisschen grenzwertig, aber nicht nur ist der GameCube deutlich aktueller, auch der Controller wird eben wegen Smash Bros. Noch heute produziert, um ihn mit einem Adapter an aktuellen Konsolen zu verwenden. Des Weiteren braucht man ein extremes Vorwissen über Super Mario Kart, um den Trick überhaupt umsetzen zu können. Es geht hier nicht um obskure Techniken oder Glitches, die man so oder so lernen muss. Es geht darum, dass man, wenn man nicht zufällig den richtigen Third-Party-Controller verwendet hat, einfach nicht mal die Chance hatte, die Technik zufällig zu finden oder gezielt zu lernen. Man muss die Controller-Modifikation vornehmen, wenn man auf diesem Level mitspielen möchte. Und die dritte und größte Sache ist, dass es komplett unvorhergesehen vom Spielemacher ist. Klar, der Source Code ist so geschrieben, dass es theoretisch funktionieren würde, aber der Controller wurde spezifisch dafür designt, dass diese Inputs nicht möglich waren. Also einfach in Form von Mods diese Limitation aufzuheben, wirkt auf den ersten Blick wie ein klarer Fall von Cheating. Aber jetzt kommt etwas, was euch vielleicht überrascht. Die Community hat sich trotz allem dafür entschieden, diese D-Pad-Technik zu erlauben. Und das überrascht jetzt vielleicht den einen oder anderen von euch, denn es ist ja sehr offensichtlich ein ungewollter Exploit, oder nicht? Naja, schauen wir uns mal im Gegenzug die Argumente an, die dafür sprechen, den Exploit zu erlauben. Wie bereits erwähnt, sind ohnehin Third-Party-Controller im Umlauf, die so gebaut sind, dass man den Glitch umsetzen kann. Und diese wurden nicht gebaut, um irgendwelche Mechaniken vom Original-Controller zu umgehen. Die wurden einfach gebaut als
alternative Controller. Die Wahrscheinlichkeit, dass irgendein Hersteller aktiv von diesem Glitch wusste und genau deswegen die D-Pad-Boiler ausgelassen hat, ist sehr gering. Vermutlich wurde die einfach ausgespart, um Produktionskosten zu mindern und nicht um irgendeinen Super Mario Kart Glitch einfacher zu machen. Aber ein zweiter und noch viel ausschlaggebender Grund ist, dass es auch mit einem unmodifizierten originalen Controller möglich sein kann, den Glitch auszuführen. Diese Beule im D-Pad ist etwas rein Mechanisches und je mehr man den Controller benutzt, desto mehr schrammt man mit dem D-Pad über diese Beule hin und her. So kann es einfach durch normalen, jahrelangen Gebrauch vom Controller dazu kommen, dass sich diese Beule von alleine schon herunterschabt. Natürlich ist das ein extrem langsamer und schleichender Prozess, aber die Wahrscheinlichkeit, dass in einem Controller nach potenziell hunderten oder sogar tausenden Stunden diese Beule schon von alleine nach unten gekürzt wurde, besteht durchaus. Das bedeutet, indem die Spieler ihren Controller aufschrauben und manuell bearbeiten, beschleunigen sie prinzipiell nur künstlich einen Prozess, der sowieso im Controller passiert. Und indem jeder Spieler jetzt die Freiheit hat, das zu machen, was sowieso von alleine passiert, wird das Spielfeld unter den Speedrunnern enorm geebnet, denn jetzt hat jeder die gleichen Voraussetzungen. Wenn diese Mechanik gebannt werden würde, gäbe es drei hauptsächliche Probleme. Zunächst mal kann man nie beweisen, ob die Beule manuell heruntergeschabt wurde oder ob es einfach durch normales Gameplay passiert ist. Das würde dazu führen, dass Spieler, die eventuell einfach nur sehr viel gespielt haben, irgendwann des Cheatings bezichtigt werden, obwohl sie nichts bewusst falsch gemacht haben. Des Weiteren müsste man regelmäßig überprüfen, ob der eigene Controller nicht doch versehentlich die Technik unterstützt, denn wenn das Ganze zufällig in einem Run passieren sollte, wenn es gebannt wäre, dann wäre der Run hinfällig und das kann je nachdem sehr frustrierend sein. Außerdem, was machen Spieler mit Original-Controllern, die einfach über die Zeit abgenutzt sind? Es muss immer wieder ein neuer Controller geholt werden und diese werden im Laufe der Jahre nun mal immer seltener und daher auch teurer. Insgesamt ist es also deutlich schonender für die gesamte Mario Kart-Szene, wenn man einfach auf eine Beule im Controller verzichtet, anstatt regelmäßig komplett neue Hardware beschaffen zu müssen, falls man Pech hat. Und daher haben sich die Speedrunner darauf geeinigt, dass der Exploit zugelassen ist. So wird das Ganze nun seit 2006 gehandhabt, also mittlerweile seit über 15 Jahren und niemandem hat es je einen Zacken aus der Krone gebrochen. Es gibt zwar noch eine separate Kategorie, die die Technik unterbindet, namens Non-NBT, aber diese ist schon lange die weniger populäre Kategorie, soweit ich das nach meinen Recherchen beurteilen konnte. Nun, wie euch bereits aufgefallen sein sollte, ist Super Mario Kart bei weitem nicht das einzige Spiel, in dem solche Techniken mit modifizierten Controllern zu Diskussionen geführt haben. Ich würde mir gerne in der Zukunft noch bei anderen Spielen anschauen, wie sich die Situation entfaltet haben und was die Konsequenzen waren, aber ich denke, das sind Themen für ein andermal. Was haltet ihr von der Situation? Stimmt ihr mit der Entscheidung der Speedrunner überein oder denkt ihr, man hätte doch eher dagegen vorgehen sollen? Schreibt es mir auf jeden Fall gerne in die Kommentare. Das war's für heute. Wir sehen uns in anderen Videos wieder. Lasst gerne ein Däumchen nach oben und ein Abo da, falls ihr das noch nicht getan habt. Und lasst nichts anbrennen. Tschüss.